Da konnte man was schieben und da liegen Instrumente. Nehmen wir mit. Also gut umgucken. Der Cursor ist klein und die Points of Interest sind auch sehr klein. Also sehr genau rumklicken hilft. So, Hatch. Ich glaube, diese Luke führt hinunter zum Ofen. Haben wir irgendwas, mit dem wir sie aufstemmen können? Das kann ich mit meinen bloßen Händen. Woher soll ich die Brechstange nehmen? Öffne sie mit dem Dietrich. Ich glaube nicht, dass ein Dietrich hier helfen wird. Uns fehlt ja noch was dafür. Ich gehe mal ganz kurz. Dietrich hatten wir gemacht. Den Stahl, den wir brauchen, haben wir noch nicht. Dann müssen wir später wiederkommen. Ja, hier ist das Krematorium. Das ist alles sehr vertrauenserweckend. Hier ist noch eine Tür. Untere Halle. Okay. Was haben wir denn hier? Rostiger Käfig. Ein Ring. Diese Käfige sind sehr lebensgroß, ne? Möchte ich nur mal so sagen. Das ist, Guck mal kurz, wo wir hier rauskommen. Haupteingang. Ah, okay, okay, okay. Gut. Ich überlege gerade, war ich bei den Zellen schon alles gegangen? Ich muss mal kurz zurückgehen und gucken. Ich merke mir nie, wo ich schon war. Oder nicht besonders gut. Sagen wir mal so. Hier waren wir noch nicht, ne? Abschnittsausgang. Mhm. So, Stapelhelme. Häftlingshelme. Wie viele Menschen sind hier schon durchgelaufen? Oder gestorben? So, was haben wir noch? Moment mal. Hm? Hast du das gehört? Wovon redest du? Ja, wovon hat er wohl geredet? Wir müssen kämpfen. Man kann in diesem Spiel richtig kämpfen. Also was heißt richtig? Es gibt Kämpfe. So, wir müssen einen Critical Hit verursachen und wenn wir nicht treffen, diesen Ring, dann gibt es einen normalen Hit und wir haben verschiedene Moves, die wir machen können. Da ist unser Gegner, wir sind dran. Wir können den Pen Slash. Wir können Ink Drain, das heißt wir ziehen Energie quasi von denen und wir können Mass Stun, klingt auch sehr gut. Schaden 1, Schaden 1, Schaden 3 oder Crit 5. Das klingt gut. Nehmen wir mal das. Auf das da und... Ah, Mist, ich war zu schnell. Huch. Ja, ich war zu ungeduldig. So, nochmal. Da ist ein Crit. Und fertig. Na, dem hast du es aber gezeigt. Tintenfresser, was machen die denn hier? War schon ein anderer Autor hier? Ich hoffe, er sucht nicht nach dem Trank. Das wissen wir nicht. Wir looten einen perfekt polierten, roten, hübschen Apfel und Müll. Nämlich einen aufgegessenen Apfel. Schön. So, Stapel Helme. Ist jetzt nichts mehr drin. Okay. Wir haben ein bisschen Schaden bekommen und ein bisschen Tinte gezogen. Das heißt, ich schaue mal ganz kurz. Mit dem Apfel können wir ein Herz wieder heilen. Also einen Balken. Und hier unten, das können wir eigentlich alles samt und sonders für Tinte benutzen. So zum Beispiel, zack, bisschen Müll. So, dann sind wir für den nächsten möglichen Trank wieder gewappnet. So, und ich sehe gerade, wir sind tatsächlich auf der gleichen Höhe rausgekommen wie die Treppe runter. Hier ist noch ein Haupteingang. Und hier geht es noch einmal weiter. Haupteingang klingt eigentlich so, als würde ich da noch nicht durch wollen, sondern erstmal die Seitentür. Der lebt noch. Testbereich. Nanu? Okay, ganz so antik ist es wohl doch nicht. Was zum... Ja, was zum in der Tat. Das ist ein hochtechnologisches Labor, was hier... Und das sind alles nur Requisiten. Ich frage mich, warum. Ich frage mich seit dem Stream, warum. Ein Pistolenkoffer. Die Pistole fehlt. Ah, das ist nicht gut. Jemand läuft mit einer Knarre hier rum. Papiere. Nachfolgend ist eine lange Liste von Versuchspersonen und den Ergebnissen der Experimente. 124 tot. 125 tot. 126 tot. 127 tot. 128. Das ist wohl Nummer 128.
Ich höre dich rumlaufen. Bist du das schon wieder, du Penner? Ich trinke nichts mehr von deinem Scheiß. Komm schon, bind mich los. Hey. Wir können den Beutel entfernen. Also ne, den Sack hier auf dem Kopf. Wir können ihn untersuchen. Wir können Hallo sagen oder einfach gehen. Das Problem ist, ich meine, wir sehen ja nicht gerade normal aus. Nicht menschlich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber er ist festgebunden. Er kann eh nicht viel machen, ne? Wir können jetzt mal Hallo sagen. Wer zum Teufel bist du? Du bist nicht der Alchemist. Bist du sein Assistent oder was? Ich zeig's dir, bind mir einfach die Hände los. Ich trete dir in den Arsch. Der Gefangene versucht, sich aus seinen Fesseln zu befreien. Oder genauer gesagt, er tut so, als würde er versuchen, sich aus ihnen zu befreien. Er scheint mehr Angst vor euch zu haben, als ihr vor ihm. Okay. Der Alchemist ist abgehauen, ich bin wegen meiner eigenen Sache hier. Was wollt ihr von mir? Warum bindet ihr mich nicht los? Okay, wer hat ein T-Shirt voller Löcher? Was? Wie bist du hierher gekommen? Was denkst du denn? Ich wurde gekidnappt. Das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich war in einer Bar der Kathedrale. Kennt ihr die? Nein. Die Eigentümer haben eine Menge Geld in die Hand genommen, damit die Jungs von Reversi die Kathedrale des Heiligen Bernhard nachbauen können. Was? Hä? Was redet der da? Heute will jeder Trottel mit ein bisschen Geld etwas nachbauen. Es ist teuer, aber wenn jemand schon in einer 300 Jahre alten Kathedrale Bier trinkt, warum nicht, oder? Okay, bleiben wir mal beim Thema. Mit wem warst du zusammen? Ja, zuerst war ich ganz allein dort und dann kam ein Typ und setzte sich zu mir. Der Alchemist? Nein, irgendein Kerl. Er sagte, er sei Wissenschaftler von irgendeinem College oder so, ich weiß es nicht. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich bin hier aufgewacht. Warum ist dein T-Shirt voller Löcher? Oh, ich weiß warum. Natürlich, die testen doch einen Unsterblichkeitstrank. Hat wahrscheinlich versucht, ihn ständig zu erschießen und zu gucken, ob er es überlebt. Der Arsch hat auf mich geschossen. Ja, dieser Alchemistenarsch. Er hat wie ein Verrückter geredet. Er klang, als käme er aus dem finsteren Mittelalter oder so. Ich konnte kein Wort von dem verstehen, was er gesagt hat. Und was hat er mit dir gemacht? Er hat mir irgendeine Plörre zu trinken gegeben. Schmeckt wie... Hast du schon mal Orange Bull? Trademark. Probiert. Oh, schön. Red Bull und Orange Bull. Habe ich schon mal Red Bull getrunken? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, es schmeckte für mich wie Spülwasser mit Zucker. Super ekelhaft. Ich hasse Energy Drinks. Naja, es war so ähnlich. Das war ein Markenzeichen. Gibt es in diesem Buch Produktwerbung oder sowas? Nein, es hieß doch Orange Bull. Psst. Jedenfalls hat er mir seinen Trank gegeben und dann hat er auf mich geschossen. War der schlimmste Schmerz, den ich je hatte. Aber du lebst noch. Daran habe ich wohl nie gedacht. Ja Mensch, kann man ja auch mal vergessen. Untersuchen? Beutel entfernen? Ich probier's mal. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hältst du das für eine gute Idee? Warum nicht? Hast du dein Papiergesicht überhaupt schon mal selbst gesehen? Wir sollten ihm ein paar Fragen über den Alchemisten stellen. Wir müssen ihm etwas weniger Angst einjagen. Und wenn er dein Gesicht sieht, dann kannst du das vergessen, ein vernünftiges Gespräch mit ihm zu führen. Hey, komm schon, binde mich los. Okay, so richtig den Beutel entfernen können wir wohl nicht. Wir untersuchen ihn mal kurz. Sein T-Shirt mit einem Division-Logo da drauf. Er ist durchlöchert von Einschusslöchern. Was sagt uns das? Ist das eine Band, die davon gehört? Nein, es geht nicht um eine Band. Dieses T-Shirt ist voller Löcher. Er hat es einer Leiche abgenommen. Nee, ich glaube, er hat das hier. Vor allem nicht du, sondern er. Ne? Na, endlich. Nee, wir können nicht. Wir können nicht. Leider nicht. Der muss jetzt erstmal hier sitzen bleiben. Hey, wo gehst du hin? Lass mich nicht hier. Halte nicht an. Ich kann dich immer noch hören. Warum gehst du weg? Geh schneller. Das Spiel erlaubt uns nicht, ihn frei zu machen. Das ist ein bisschen fies. So, ich gucke mich hier mal kurz um. Da ist nichts. Alchemiezutat. Blauer Schwefel. Nehmen wir. Könnte sie als praktisch erweisen. Schreibtisch.
Stabstahl, juhu, hallo, Brechstange, Apfel und noch mehr Stahl. So, hier ist nichts mehr, da ist noch irgendwas, da sind die ganzen Kabel angeschlossen. Hier ist eine Treppe, nein, eine Leiter, kann nur von oben herabgelassen werden. Mhm. Abblätternde Wand. Einschusslöcher, natürlich. Macht ja auch Sinn. So, wir gehen einmal kurz zurück zur Eingangshalle. Und dann einmal ganz zurück in unser Büro, wollte ich gerade sagen, in unsere Wohnung. Und dann machen wir uns mal schnell die Brechstange. Die können wir jetzt an ein oder zwei Stellen gebrauchen. Plopp. Und wieder zurück. So, wo war denn das nochmal? Unten beim Ofen? Definitiv. Und im Gang, da war diese zugenagelte Tür. Die wollen wir auch noch aufmachen, richtig? Gehen wir erstmal hier hinten hin. So, Luke mit Brechstange. Tada! Nach unten. Oh, Mensch. Der Kollege hat es ja nicht weit geschafft. Stahlstücke. Nehmen wir mit. Ja, mehr ist an dem nicht dran. Der Ofen. Da ist etwas im Ofen. Sieht aus wie eine Art Kristall. Dein Arm passt ganz sicher nicht durch die Gitterstäbe. Ja, mit der Brechstange vielleicht. Du stößt mit der Brechstange an den Seiten herum, aber der Kristall lässt sich nicht bewegen. Verdammt, ich komme nicht ran. Du wischst dir den Staub von den Händen und wir benutzen Tinte, also Blut. Dieser winzige Teil der Welt ist jetzt unter deiner Kontrolle. Übertreib es nicht. Ich weiß, was ich tue. Du ziehst die Stangen mit bloßen Händen auseinander. Sie bewegen sich leicht und beugen sich deinem Willen. Hm, nicht schlecht. Und wir haben ein Kristall. Achso, zack. Wir haben ein Kristall. Blauer Schwefel, den hatten wir vorhin auch schon, ne? Ah, hier geht's noch weiter. Rotes Blei, alles klar. Nett. So, hier ist noch eine Tür. Mann, Mann, Mann. Schlüssel. Der Schlüssel liegt auf dem harten Steinboden. Diesmal ohne Gitter. Halt, nicht anfassen, hier ist was faul. Heb ihn auf oder heb ihn nicht auf? Das ist hier die Frage. Wir heben ihn mal nicht auf. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie mit dem Schlüssel immer eine Falle ist. Immer ist irgendwie ein Haken an der Sache. Ich schätze, wir sind bereit. Heb ihn auf. Luft anhalten. Du hebst den Schlüssel auf. Nichts Schlimmes passiert. Der Schlüssel liegt in deiner Hand. Er ist völlig kalt und mit Asche bedeckt. Nun, ja, man kann ja nie vorsichtig genug sein, richtig? Jetzt müssen wir nur noch die Tür öffnen. Die Tür. Der Ring ist im Feuer des Krematoriums anscheinend nicht geschmolzen. Ah, okay. Wieder eine Kulisse. Was zum... What the hell? Wo sind wir? Das wüsste ich auch zu gerne. Ist hier noch irgendwas? Das da? Nö. Schubkarre. Hier sind noch Sachen. Hier ist ein kleines Fass. Ist leer. Fass, da sind zwei Brote drin. Und ein Zettel. Lieber Greg, ich habe gestern Abend jemanden im Krematorium gesehen. Vielleicht war es ein Einbrecher oder vielleicht ist eines der Unsterblichkeitsexperimente des Alchemisten endlich gelungen. Wie auch immer, pass auf dich auf. Okay, Greg ist ja hier derjenige, der Wache geschoben hat. Gebrauchte Kugeln. Kiste? Mit Asche gefüllter Behälter. Okay, wir sind ja hier in einem Krematorium. Ist ja kein Wunder, dass alles voller Asche ist. Hm, den Greg hat es aber auch schon erwischt, glaube ich, ne? Ich meine, der da oben ist ein Experiment sozusagen, wie es hier steht. Also sprich ein Gefangener, an dem experimentiert wurde.
Der Greg ist der Wächter, der ist aber nirgends zu sehen. Der Alchemist selber ist auch nirgends zu sehen und von dem Trank ist erst recht keine Spur. Aber wir haben hier so ein komisches Crossover aus, das Labor ist eigentlich modern. Also, oder, ne, das ist ja nur Kulisse. Der Alchemist scheint aber original aus dem Mittelalter zu sein, weil der Typ ihn ja nicht verstehen konnte. Das ist alles ein bisschen komisch. So, ich glaube, da hatten wir den Schlüssel benutzt. Wir gucken mal, Umschlag mit Brief. Ein alter Brief. Hiermit ordne ich an, dass alle Wertsachen und Lebensmittel innerhalb von 3 Tagen bei Viktoria Brominski, Tochter von Edmund III., abgeliefert werden. Gezeichnet Alexander Mitiski, Leiter des Alchemiezentrums. Mhm. Ist das der Alchemist? Wenn er Leiter des Zentrums ist, vielleicht? Umgefallene Leiter. Die Leiter führt in die oberste Etage. Wir stellen sie mal wieder hin. Und ein weiterer Kampf. Okay. Dann machen wir doch mal. Wie viel hat die? 6, 4 und 3. Mit der können wir ja anfangen. Da reicht eigentlich sowas. Die nächste greift uns an. Da brauchst du schon einen Crit. So, und dann noch die hier. So, und noch einmal. Oh. Eigentlich können wir die auch damit mal umbringen, ne? So. Plong. Tju, das hat schon ganz schön reingehauen. Wir heilen uns mal. So. Und brauchen irgendwie... Ja, wir brauchen alles Mögliche auf, was wir hier so haben. So. Ich weiß nicht, ob man damit noch irgendwas anderes anfangen kann. Aber bisher habe ich noch nichts weiter gefunden. Tintenfresser, Münzen, ein Hammer. Hallo. Du hast ein paar Wände gesehen, die gerade dazu darum betteln, ihn kennenzulernen. Habe ich schon im Stream gesagt, dieser Spruch ist genial. Mit dem, die Wände betteln darum, den Hammer kennenzulernen. Das gefällt mir sehr gut. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Gut. Dann kümmern wir uns doch nochmal um die Bretter vor der Gefängniszelle. Hier oben. Haben wir schon irgendeine Wand für den Hammer gesehen? Ich glaube nicht, oder? Fällt mir jetzt zumindest gerade noch nichts mehr zu ein. Sondern hier machen wir erstmal Brechzange. Stange. Brechtstange. Okay, wer war hier nochmal? Ach, der Unsterblichkeitstrank. Keine vollständige Unsterblichkeit, das heißt, der Typ ist wahrscheinlich auch tot. Oh Gott, eingeschlagener Kopf. Ach du Scheiße. Sie wollten eindeutig nicht, dass er entkommt. Alter, ist das fies. Den haben sie an den Boden genagelt. Wahrscheinlich immer irgendwelche Sachen abgehackt und dann am Ende den Schädel eingeschlagen. Uff. Großes Uff. So, da ist nichts. Da ist ein Bett mit Zeugs. Hier sind diese komischen Tafeln. Und hier ist ein Riss. Ein Riss verläuft entlang der Wand. Halte dein Ohr an die Wand. Es ist völlig still, aber etwas kitzelt an deinem Ohr. Du kannst eine kaum wahrnehmbare, leichte Brise spüren, die durch den Spalt kommt. Da ist jemand auf der anderen Seite der Mauer. Wie können wir da hinkommen, ohne alles um uns herum zu zerstören? Wir zerstören einfach alles, würde ich sagen. Du wirst so viel Lärm machen, die Leute werden aus den benachbarten Büchern hierher rennen. Spucken wir vorher in die Hände? Nein, komm, wir machen das einfach. Peng. Der Hammer rutscht dir ein wenig aus der Hand, sodass du nicht so hart gegen die Wand schlägst. Sie bewegt sich nicht. Du kannst den Blick deines Bruders spüren, als er darüber nachdenkt, wie er seinen nächsten Spruch formulieren soll. Du musst dich beeilen. Schlag nochmal zu. Bam. Diesmal schlägst du selbstbewusster gegen die Wand. Du durchbrichst die Wand, das Loch ist groß genug, dass du dich durchzwängen kannst. Hast du was gesagt? Egal. Ach ja. Ich mag das. Ich mag das, wie die Dialoge zwischen diesen beiden geschrieben sind. Dieses Sticheln gegeneinander und so, es ist irgendwie süß. So, noch eine Zutat. Grünes Salz. Nehmen wir mit. Chemiezutat. Chemiezutat, Brot und Müll. Klar. Ist hier sonst noch was? Da
Ist noch irgendein komischer Spalt? Da sind irgendwelche Gläser. Ich glaube nicht. Na gut. Das war jetzt aber auch das Einzige, wo ich den Hammer schon mal gesehen habe. Also, ne, zum Einsatz hätte bringen können. Gut, vielleicht ist es Zeit, hier rumzugehen. In dem anderen Raum war ja eine Leiter, die man von oben runterlassen muss. Das muss der Hauptausgang sein. Ebenfalls verschlossen. Nimm den Schlüssel raus, den du gefunden hast. Probiere den Dietrich. Wir nehmen mal den Schlüssel. Juhu, passt perfekt. Und wir gehen raus. Oder auch nicht raus. Okay. Hier weiß ich nicht so genau, wo wir hergekommen sind. Ausgangstür, Tür und Treppe runter. Ich guck mal erst hier in die Fässer. Auf dem Schild am Fass steht Proviant und Zutaten für Alexander Mitiskis Labor. Es ist leer. Okay, das wird der Alchemist sein, ne? Mal gucken.